Mazda hat seinem 6er ein umfassendes Update spendiert. Die Optimierung der Motorenpalette stand dabei genauso im Fokus wie eine Verbesserung des Geräuschkomforts im Innenraum. Außerdem haben die Japaner auch an Fahrwerk und Karosserie getüftelt. Der Mazda 6 wird seit dem Jahr 2002 in Europa angeboten. Seitdem konnte die Marke hier 940.000 Einheiten von Limousine und Kombi verkaufen. Und obwohl dieses hart umkämpfte Marktsegment wegen der Beliebtheit der SUVs schrumpft, hat das Auto für Mazda immer noch einen hohen Stellenwert. Denn der neue Mazda 6 hat einiges mehr zu bieten als bloß nur einen praktischen Kofferraum. Das Heck des Kombis mit der zentral sitzenden Chromspange und den aufwendig gestalteten LED-Rückleuchten ist ein Blickfang. Auch vorn unterstreicht Chrom das schicke Design von Scheinwerfern und Kühlergrill. 4,80 Meter ist der Kombi lang und damit 7 cm kürzer als die Limousine. Außen mag das Facelift minimal sein und man muss sehr genau hinschauen, damit man einen Unterschied erkennt. Doch drinnen sind die Japaner umso gründlicher zu Werke gegangen. Sie haben nicht nur vorn und hinten bequemere Sitze mit dickeren Polstern und breiteren Kissen eingebaut, sondern sie haben auch das gesamte Armaturenbrett ausgetauscht und viel Finesse walten lassen. Mit weichem Lederbesatz und mit großen Digitaldisplays für Tacho und Navigation macht der 6er einen weiteren Schritt Richtung deutsche Premiumklasse und kann es mit Modellen wie der Mercedes C-Klasse aufnehmen. Die Instrumente sind eine Mischung aus digital und analog. Und nicht nur hier lebt das Design von klaren Strukturen, sondern auch wenn man die Bedienung für das Multimedia-System oder die Steuerung der Klimaanlage betrachtet. Überarbeitete Sitze steigern den Komfort und die gelungene Materialmischung am Instrumententräger wertet den Innenraum spürbar auf. Das Ambiente hier im Mazda 6 ist einem Mercedes näher als einem Hyundai oder Kia und die Ausstattung mit dem Head-Up-Display und automatischer Abstandsregelung in Serie ist nahezu konkurrenzlos. Aber beim Fahren merkt man dann doch noch einen Unterschied. Geschaltet wird in unserem Testwagen über ein manuelles Sechsganggetriebe. Wir testen den Sky Active D184, den stärkeren der beiden angebotenen Diesel mit 135 kW. In flotten 8,6 Sekunden beschleunigt der Wagen von 0 auf 100 km/h. Auch mit Automatikgetriebe und Allradantrieb ist unsere Version erhältlich. Alle Motoren, sowohl die Diesel als auch die Benziner, erfüllen die Euro 6D Temp-Abgasnorm. Mazda hat seine Nummer 6 umfangreich aufgewertet und zu einer regelrechten Sänfte gemacht. Dabei ist der Japaner mit seiner präzisen Lenkung sehr fahraktiv geblieben. So bieten sich Kombi und Limousine als ideale Autos für Vielfahrer an. In Deutschland starten beide bei rund 27.600 Euro für den Basisbenziner. Die C-Klasse von Mercedes kostet als Kombi mindestens 6.600 Euro mehr. Ein gutes Argument für den eleganten Japaner.